Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, am zweiten Hohen Pfingsttag, den wir heute feiern, Pfingstmontag, wollen wir noch einmal über den Heiligen Geist nachdenken und über den tiefen Festinhalt von Pfingsten, dass das Fest der Herabkunft des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist ist die dritte göttliche Person, daher Gott selbst. Die drei göttlichen Personen haben die Wesenheit, die Eigenschaften und die Werke gemeinsam. Daher sind sie nicht drei Götter, sondern nur ein Gott, aber eben ein Gott in drei Personen. Der Vater ist also nicht der Sohn und auch nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Sohn und nicht der Vater. Und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und nicht der Vater. Der Heilige Geist ist also wohl ein anderer als der Vater und der Sohn, weil er als Person verschieden ist. Aber er ist nicht etwas anderes, weil er keine andere Wesenheit hat. Daher ist die eine Person, die Person des Heiligen Geistes, ebenso ewig, allwissend, allmächtig, vollkommen und so weiter, wie die anderen beiden Personen. Es war im Jahr 381, als eines der ganz großen Konzilien der Kirchengeschichte stattfand in Konstantinopel, das erste Konzil von Konstantinopel. Und dieses Konzil hat die Gottheit des Heiligen Geistes feierlich definiert und diesbezüglich die vielleicht allzu kurze Aussage des Konzils von Nicäa, die im Symbolum Nicenum ihren Ausdruck gefunden hat, ergänzt durch den Zusatz, den wir eben im großen Glaubensbekenntnis, dass das Glaubensbekenntnis der Konzilien von Nicäa und Konstantinopel ist, ergänzt: Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas. Das Filioque, das jetzt von mir auch ausgesprochen wurde, hat noch eine lange Geschichte. Es war nicht überall noch da von dieser Zeit an. Es war dann die große Synode von Aachen im Jahr 809, wo es um dieses Thema ging. Der heilige Rabanus Maurus hat in dieser Zeit, so ist es wenigstens überliefert, diesen wunderschönen Pfingsthymnus gedichtet: Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, den wir so gerne singen und der auch in der Liturgie des Pfingstfestes eben seinen Platz hat, in der Vesper als Vesperhymnus, auch in der Terz als Hymnus der Terz. Dieser Hymnus wird auch gesungen bei der Spendung der Priesterweihe und der Bischofsweihe. Eben Priester ist dieser Hymnus zutiefst im Bewusstsein, weil dieser Hymnus wird zu jenem Augenblick gesungen, wo der Bischof dann die Hände des Priesters salbt, eben einen Gesalbten auch aus dem Priester macht. Und dieser Hymnus wird auch gesungen bei vielen anderen Gelegenheiten, liturgischen Gelegenheiten, eben am Beginn des neuen Jahres oder am Pfingstsonntag, wo ein vollkommener Ablass damit auch verbunden ist und so weiter. Und dieser wunderschöne Hymnus ist eine wunderbare Ausführung letztlich dessen, was wir im Symbolum, also im Glaubensbekenntnis, im großen Glaubensbekenntnis bekennen. Liebe Gläubige, das ist ein erster Aufruf an uns alle, dass wir bewusst
oft das große Glaubensbekenntnis beten, dass wir vielleicht in Zusammenhang auch damit bewusst oft diesen Hymnus Veni Creator Spiritus beten, um unserem Glauben, unserem katholischen Glauben eine gute Nahrung zu geben. Wir beten das Glaubensbekenntnis mit viel zu wenig Aufmerksamkeit. Man hat überhaupt das Glaubensbekenntnis sehr, sehr auf die Seite gerückt durch die Reform der Heiligen Liturgie im vergangenen Jahrhundert. Man hat begonnen, zum Beispiel an den Festen der Heiligen Kirchenlehrer das Glaubensbekenntnis wegzunehmen. Eine einzige große weibliche Heilige hat das Glaubensbekenntnis bewusst gehabt, die heilige Maria Magdalena. Weil sie die Zeugin der Auferstehung war, hat man das Glaubensbekenntnis an ihrem Fest ganz bewusst gebetet. Man hat es weggenommen an diesem Fest. An vielen anderen Festtagen hat man das Glaubensbekenntnis auch gestrichen und dann bei der Liturgiereform Ende der 60er Jahre ist es dann nur mehr übrig geblieben an den Sonntagen und an den ganz hohen Festtagen des Kirchenjahres. Und das ist sehr schade, weil man dann es auch nicht mehr so gut kann, ja, und nicht mehr so tief im Gedächtnis ist, dass man es auswendig dann auch betrachten kann, darüber nachdenken kann im Gebet. Und das ist ein großer Verlust. Und im deutschen Sprachraum das große Elend, dass das Glaubensbekenntnis, das große Glaubensbekenntnis in der neuen Liturgie praktisch überhaupt nicht mehr gebetet wird. Nur mehr das apostolische Glaubensbekenntnis gebetet wird, das ja viel kürzer ist. Man kann ein ganzes Jahr durchleben, ohne das große Glaubensbekenntnis gebetet zu haben. Und das ist etwas Furchtbares. Da sehen wir sehr klar, wie schadhaft, ich sage es ganz bewusst, wie schadhaft die neue Liturgie ist, wie mangelhaft die neue Liturgie ist. Und in der Corona-Zeit gab es Priester, die haben das Credo dann ganz ausgelassen, damit es schneller geht, auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Und es gibt Gläubige, die sind deswegen dann zu uns gekommen, weil die Priester einfach das Glaubensbekenntnis ausgelassen haben. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt ist aber Schluss, da können wir nicht mehr mitgehen. Und das ist eine sehr richtige Entscheidung. Es ist fürchterlich, ja, wenn man so mit dem Symbolum, mit dem Glaubensbekenntnis umgeht. Der Wegbereiter für diese Konzilsentscheidung des Jahres 381 war vor allem der heilige Basilius der Große, gestorben 379, also vor dem Konzil. Er hat eine ganz große Schrift geschrieben über den Heiligen Geist, die sehr wichtig ist für die Theologie über die Trinität und in besonderer Weise über den Heiligen Geist. Er war einer der großen kappadokischen Kirchenväter. Was in diesem Werk über den Heiligen Geist eben dargelegt ist, das haben wir in dieser wunderbaren Zusammenfassung im Hymnus Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Und eben an diesen Heiligen Geist wenden sich alle, die der Heiligung bedürfen. Und wir bedürfen der Heiligung. Das ist in spezieller Weise ein Werk des Heiligen Geistes. Unsere Heiligung ist Werk des Heiligen Geistes. Unsere große Sehnsucht, unser letztes Ziel ist, dass wir heilig werden. Also müssen wir, um dieses Ziel zu erreichen, einen ganz besonderen Umgang auch mit dem Heiligen Geist pflegen, der dritten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Alle, die der Heiligung bedürfen, wenden sich logischerweise dann an den Heiligen Geist. Nach ihm streben alle, die ein sittliches Leben auch führen wollen. Wenn man Schwierigkeiten hat, ein sittliches Leben zu führen, dann ist es wichtig, mehr Umgang
mit dem Heiligen Geist zu haben und ihn um die Tugenden zu bitten, um die Gaben des Heiligen Geistes, um die Früchte des Heiligen Geistes, um die übernatürlichen Tugenden zu bitten. Wir werden von seinem Anhauch gleichsam erfrischt, wir werden aufgebaut, aufgerichtet. Wir können wirklich mit einer Sicherheit im Heiligen Geist durch das Leben gehen. Und das ist etwas Wunderbares. Wir sind so oft wankelmütig, unsicher, stehen vor gewissen Aussichtslosigkeiten im Leben. Und dann ist eben die Zeit gekommen, wirklich wieder mehr Umgang mit dem Heiligen Geist zu haben. Vielleicht eine Novene zu beten im Leben. Mit der Bitte um die eine oder andere Tugend, um die eine oder andere Gabe, um die Hilfe, die wir brauchen. Der Heilige Geist führt uns zur Heiligkeit, führt uns zur Vollendung. Er selber ist Spender des übernatürlichen Lebens, des geistlichen Lebens. Er ist Ursprung der Heiligung. Er ist das geistliche Licht, das unsere Seele erleuchtet, das unseren Verstand in besonderer Weise erleuchtet, unsere höchsten Seelengaben, Verstand und freier Wille. Auch da hat der Heilige Geist in ganz besonderer Weise seine Wirkung. Er soll unseren Verstand erleuchten und unseren Willen stärken. Gott, du hast deinen Aposteln den Heiligen Geist verliehen, gewähre deinem Volke die Erhörung seiner frommen Bitte und schenke allen, denen du den Glauben gegeben, auch den Frieden. Der Heilige Geist schenkt uns Friede und auch Freude. Das sind köstliche Früchte, die uns der Heilige Geist gibt. Und wenn uns manchmal der Herzensfriede fehlt, die innere Freude fehlt, gerade die Freude auch an den geistlichen Dingen, der Friede im geistlichen Leben, dann ist die Zeit gekommen, wirklich die Pfingstgnaden auch zu erneuern, die Gnaden der heiligen Firmung zu erneuern und eben um dieses Gnadenlicht des Heiligen Geistes erneut zu bitten. Durch eine Novene, durch ein Triduum, durch spezielle Gebete. Der Gebetsschatz ist ja da ganz reich. Oder auch nur durch die kurze Bitte, Veni Sancti Spiritus, komm Heiliger Geist. Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, kehr bei mir ein in meine Seele und führe meine Seele zum Frieden, zu diesem zutiefst übernatürlichen Frieden, den uns Gott schenken möchte. Wir haben im Evangelium gehört von den Menschen, die Finsternis mehr lieben als das Licht. Für einen jeden aufrichtigen Christen sollte es nicht so sein. Ich hoffe, es ist keiner hier unter uns, der ein Sohn der Finsternis ist, eine Tochter der Finsternis ist, die Finsternis mehr liebt als das Licht. Ja, wir sind alle hinfällig, wir sündigen immer wieder. Und doch ist dieses tiefe Bedürfnis in uns nach Licht. Eben jene, die nicht glauben, die schuldbarerweise nicht glauben, muss man hier dazu sagen, die bewusst nicht glauben, den Glauben ablehnen, die sind schon gerichtet. Die sind schon gerichtet, weil sie letztlich verhärtet sind, auch gegen den Heiligen Geist. Weil sie den Heiligen Geist ablehnen, sein Gnadenlicht ablehnen und darum zutiefst in der Finsternis festgewurzelt sind und nicht herauskommen, weil sie das nicht wollen, weil sie das eben schuldbarerweise nicht wollen. Beten wir darum, dass die Menschen wirklich in der Wahrheit wandeln, sich vom Heiligen Geist begnaden lassen und wahre Kinder des Lichtes sind. Bitten wir die allerseligste Jungfrau Maria, dass sie uns immer wieder auch dazu führe, einen guten Umgang mit dem Heiligen Geist zu haben, einen fügsamen Umgang mit dem Heiligen Geist zu haben.
Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.